Gut, wir haben die Ausstiegshöhe fast erreicht. Hat jemand noch Fragen? Ja, ich. Darf ich auf dem Weg runter iPod hören? Natürlich, solange es nicht Free Falling von Tom Petty ist. Ich lasse ihn einfach in der Tasche. Sonst noch Fragen? Ziehen wir es durch! Das war keine Frage. Hinten anstellen. Okay, ziehen wir es durch! Hey! Wow, ist das Harrison Ford? Ja, im Prospekt stand er assistiert bei jedem Absprung. Raus aus meinem Flugzeug! Raus aus meinem Flugzeug! Raus aus meinem Flugzeug! Er hat sogar Calista Flockhart mitgebracht. Ich glaube, das ist nur ein Blatt Papier. Gut, sie sah fett aus. Raus aus meinem Flugzeug! Raus aus meinem Flugzeug! Raus aus meinem Flugzeug! Wie geil! Ja, das ist der Hammer! Ja, das ist wirklich unglaublich. Lasst uns dieses Gefühl für den Rest unseres Lebens mit Drogen immer wieder herstellen. Oh, es ist fast Zeit, die Reißleine zu ziehen. Wartet, Jungs. Ich habe eine Idee. Der Letzte, der den Schirm aufmacht, kriegt 20 Mäuse. Okay. Bin dabei. Ach, verdammt! Ich bin schon tot, Peter. Du siehst einen Toten vor dir. Vielleicht ziehe ich die Reißleine überhaupt nicht. Ach du Scheiße, ist das geil. Das letzte Mal war ich so gut drauf, als ich den Marathon gewonnen habe. Ich bin Bob Costas und spreche mit dem Gewinner des Boston-Marathons. Peter, wie haben Sie es geschafft? Ich sag's Ihnen, Bob, ich bin in mein Auto eingestiegen und wenn mir jemand im Weg war, habe ich ihn plattgefahren. Kinder, habt ihr euren Vater gesehen? Hallo? Ist das Essen schon fertig? Ja, Peter. Gott, wo bist du? Ich kann dich kaum verstehen. Kannst du meinen Stuhl ein Stück zurückziehen? Dad ist zu Hause. Gut, es ist 16.59 Uhr. In ein paar Sekunden gilt für alle nicht abgegebenen Bücher ein Verspätungszuschlag. Die Pimmel waren schon reingemalt, als ich's bekommen habe. Steinbock. Ein seltsamer Mann wird aus dem Nichts auftauchen. Fische. Seien Sie heute bei der Arbeit vorsichtig. Geh doch drauf, geh doch drauf, geh doch drauf! Ach, du hättest draufgehen müssen. Ist doch scheiße. Erstes Mal? Ja, Sie auch? Nein. Nein, nicht zum ersten Mal. Danke fürs Mitnehmen, Gil. Ich nehme jetzt den Express nach unten. Ach, es ist so grandios wie immer. Es inspiriert mich zu einem luftigen Poetry Slam. Stürze ich ab oder bin ich am Schweben? Sterbe ich schon oder werde ich leben? Du großer Lebensgeist, befreie mich von den Fesseln der Schwerkraft und der Kritik und enthebe mich meines größten Feindes. Sein Name ist Peter. Oder genauer gesagt, Peters öffentliche Schüchternheit. Du großer Lebensgeist, warum öffne ich mich nicht in solchen Situationen? Oh, fuck, 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 scheiße, der Boden! Verdammt! Der Eiffelturm? Oh, cool, ich bin in Paris. Hey, die Pfeife hat sich den Arsch aufgerissen. Oh, kacke, ich bin in Vegas. Reunited and it feels so good. Doing someone that you used to do. That's what this song's about. You could find someone else. But this seems a little easier 'cause you already have their number. Yeah, yeah.